Hello? Young? Hey! Oh. You can hear me? Good. Now listen, you're about to wake up. You will use the arrow keys to move around. Wee! Hallo und herzlich willkommen zu Anodyne! Nicht wundern, falls sich die Zeiten hier geändert haben. Ich muss gerade abzählen. Aber ja, bla. Eine neue Folge meines Subsegments Steam Shorties. Den Namen habe ich mir gerade ausgedacht. Diesmal spielen wir Anodyne. Ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Ähnlich war es auch gedacht bei Home. Aber da das Spiel so kurz war, habe ich es einfach ganz brutal durchgespielt. Anodyne ist ein bisschen länger, soweit ich weiß. Hat so ein paar Stunden auf dem Buckel, deswegen zocken wir ungefähr so ein Stündchen, würde ich sagen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. You press the C key to interact with objects and people around you. So, da ich mit Controller spiele, benutze ich nicht den C-Knopf, sondern den B-Knopf, à la japanisches RPG. Die Grafik ist echt hübsch. Ich mag's. And you will press the Enter key to access the menu, which will provide you with information about yourself and your surroundings. Schauen wir mal eben. So, wir haben natürlich die Map, die nicht angezeigt wird. Wir haben Items, wir haben Cards, die wir noch nicht haben. Wir können abspeichern und wir können konfigurieren. Autosave Checkpoints, Resolution, Int, Scale, Scaling 5, Language, English, bla, bla, bla. Haben wir hier. There is writing scrawled on this rock. Sometimes, if you talk to people multiple times, they have new things to say. Uhuhu. Was bist du? Cloaked man. Well, it's about time. I mean, greetings, young. I am Sage, the village elder. You have been summoned here because the darkness has spread across the land. The darkness seeks the legendary Briar to use the Briar's power for evil. You must reach it first. You must protect the Briar. Enter the active portal on your left to begin your quest. It doesn't bode well that you're still dallying about here. Enter the portal, begin your quest. The Briar. And by extension, the world on I need. Just go into the dawn, into the damn door. Ja, ist ja gut. Statue. The village elder is in name only, for he is neither. What? Okay. While standing on the checkpoint, press C to save your progress and set it as your respawn point if you die. Da-da-da-da-da-da. So, linkes Portal. Hüpf. Oh, ist ja niedlich reingehüpft. Das sieht interessant aus. So. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. This door is locked. Gott, sieht das geil aus. Ich liebe, ja, bekannterweise diejenigen, die andere Sachen von mir geguckt haben. Ich liebe Sprites. Ich liebe vor allen Dingen wirklich schöne. An engraving on the broom handle reads press C to sweep. Haha, haha, Bitch. Wow, wow. Was soll ich da aufsammeln? Okay, ich weiß nicht, was ich da aufsammle. Cards? Zero? Ach, Lebensenergie ist es wahrscheinlich, ha? Ich Idiot. Ja. Ich liebe Sprites. Ich liebe hübsche Sprites. Ich liebe detaillierte Sprites. Es gibt nichts Schöneres in Spielen als richtig, richtig nett gemachte Sprites. Und das, wenn man sich alleine die Umgebung anguckt, ist ultra. Ist einfach ultra. This key may be used a single time to open up a locked barrier. So. Ich spiele das Spiel auf Steam. Es war vor einer Weile im Angebot. Ich weiß nicht mehr für wie viel. Nicht wundern, dass ihr die ganzen Achievements, die ich unlocken werde, nicht seht. Weil. Was zum Geier war das denn? Hä? Da war doch gerade jemand. What the fuck? Egal. Die Musik ist aus. Ah.
Your broom is now full of dust. Attack again to place it. Oh, okay. Okay, da habe ich mal ein bisschen Dust mitgenommen. Schauen, was wir damit machen können. Heads up! Sorry about that. I was going way too fast. Oh, I've never seen you before. Are you a fellow traveler? Huh? You want to protect a briar from the evil darkness? Hmm, well, I have no clue what you're talking about, but sounds cool, I guess. I've just been out and about peddling my wares. What? No, I'm not a salesman. Wares is the name of my bicycle. Well, maybe we'll run into each other again sometime. I'll let you know if I hear anything about that briar thing. See you later, I guess. Evil slimes, which I will kill with my masterful and beautiful broom of destruction. Tja, ziemlicher Saubermann. Schlechte Witze. I'll bet you're reading a rock because you don't have any friends. Okay. herrlich. Whoa, 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 bitch. Was geht denn bei dir? So, goldener Schlüssel vielleicht? Huh? Nee, eine Karte, okay. The fuck? I don't mind being watched by the trees. Okay. Haben wir wohl gerade unsere erste Karte gefunden. Ist das nicht schön? Schauen, was es hier unten gibt. Okay, da brauchen wir einen grünen Schlüssel. Oben brauchen wir einen goldenen Schlüssel. Hm. Aber ja. Nee, da brauchen wir dann 04. Vier Karten vielleicht oder sowas. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall, gestern haben wir die erste Folge Indie-Bonbon aufgenommen und Domme hat von Enderdine erzählt und ich wollte eh Steam-Shorties daraus machen. Und ja. Zack, mache ich es heute sofort, ohne großes Hin und Her. Bam, Bitch. Bam, haha, nicht mit mir. Oh, was machst du denn hier? Soon your skill will be put to the test, young. In order to make it through this temple alive, you will need both strength and intellect, and I assume that by this point you have found a weapon. What? I mean, yes, of course, a broom! Just as was foretold in the legend. Of all the incompetent. Hey! What are you still standing here for? Keep your wits about you, young. Sure, man. Whatever. I've seen a broom in the legend. It was on the map of a janitor closet. It's okay. It's okay. It's okay. Da 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 da. Save point. So, schauen wir uns das hier. Böh, ein Teleport. Cool. Teleport. Oh, der Typ auf der Karte. Hey, bro. Edward. Once a man came and installed a mirror in our bathroom. I was afraid that there was a hidden camera inside of it. I scored every inch of the wooden frame, spraying Murphy's oil soap into the cracks, thinking I might short-circuit the wires. Of course, I never found anything. Insane. This temple's dedicated to the Seeing One. I don't know why I came here, and I'm too afraid to go inside. Ja, okay, danke, danke, reicht. Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen. Creep. Creep. Oh, a button. Oder sowas. No, no, I won't. But I won't. Damn it. I want a chest. Fuck you. Dann halt nicht, dann halt nicht. Mann, gemein. Ja, dann muss ich ja wohl in den Tempel rein, oder? Gab's hier einen Weg nach Süden? Ja, aber da komme ich her. Okay. Erster Dungeon. Okay.
Oh. Ja, gut, die typischen. Die typischen Fallen. Oh! Du bist so ein Zelda-Vieh. Dich kann man nur von hinten angreifen. Eiskalt. Gegner aus Zelda geklaut. Ha. Also das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, eine Dahin. Ist ja schon so ein bisschen peinlich, fast schon. Ja, das war die erste Folge Anodyne. Haha, bitch. Cool. Das war die erste Folge Anodyne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ganze Spiel jetzt noch weitergehen wird. Ich find's bislang ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir. I like very much. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich bin Bradston von Victory Road. Peripheral Vision is the Hive of Demons. Und ja, besucht uns auf victoryroad.de. Viele Shows, viele geile Sachen. Facebook, Twitter, ihr wisst, die ganze Palette. Ich kümmere mich. Bis zum nächsten Mal.